Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, Donnerstag, den 4.3. Nee, Mittwoch haben wir. Mittwoch, den 4.3.2020. Und im Hintergrund fängt es wieder an zu brödeln, zu donnern und zu krachen. Das wird wieder ein bisschen unruhig hier. Geht wahrscheinlich jetzt nun nochmal los. Auf jeden Fall zieht es unseren DAX hier nochmal runter, zieht es nochmal runter, wo er zuletzt diese Range hier geschlagen hatte. Wir haben Bewegungen gesehen, die waren schon wieder sehr sehenswert gewesen, auf jeden Fall ach Mensch, ich bin hier voll raus. Was haben wir denn? Dienstag hatten wir heute. Zum Dienstag. Und ja, also ich habe jetzt hier so die letzten Minuten im Dow Jones. Das waren, glaube ich, 200 Punkte, die er da pro Minute rumgesprungen. Das ist schon Wahnsinn. Also, das kann man gar nicht sagen. Wir haben auch 16 Uhr rum, hat die Fed rausgehauen, dass sie die Zinsen senkt. Könnte man ja erstmal meinen, ist gut. Dann könnte man auch sofort long reingehen. Der Markt ist auch direkt erstmal 200 Punkte nach oben gesprungen, war aber dann auch relativ schnell wieder unten und hat dann uns sogar unten nochmal ausgekontert. Also, grundsätzlich hat unser DAX den Long-Trigger hier unten aktivieren können, ist über die 12,20, ist über die 12,50 drüber. Der ist auch gut gelaufen. Also ich glaube, da ist jetzt keiner vom Pferd gefallen, wenn er das probiert hat, Long zu begleiten. Oben an der 200 hat sich schon so ein bisschen das hat sich abgezeichnet, ne? Dass der dann nicht über die als 200 drüber will. Also wir hatten da noch einen Long, hätten da einen Long gemacht. Nach unserer Lisa, die hätte zwar trotzdem geklappt, wie die ganzen letzten Tage eigentlich schon. Aber den wollten wir nicht machen, das sah zu wackelig dann hier aus und hat sich auch bestätigt. Ne? Der ist nicht über die 200 drüber, hat schon beim ersten Rucken von dort ordentlich nochmal nach unten gefedert. Ja, und dann nachdem diesen Spike hier, diesen kleinen Sell-off da oben drüber gab, hat man dann auch geschrieben, wenn er jetzt dann nochmal unter die Dinger drunter fällt, dass er dann eben nochmal Platz hätte, um auf 11.800 zurückzulaufen. Das soweit erstmal geklappt, aber ich will eigentlich gar nicht so viel Werbung für unsere für unsere Mails machen, kann man sich eben momentan nicht einbuchen. Ja, was machen wir jetzt mit unserem DAX? Also ich habe mich heute mit Kollegen unterhalten. Ich bin hier ein bisschen orientierungslos. Man hat das gestern schon gemerkt, war sehr, ja, hin und her gerissen, ne, könnte man sagen. Zwischen dem, was ich so gerne analysiere, wo ich sage, da fühle ich mich wohl, wo ich sage, das macht der DAX häufig, er ist in einer Situation, die ist nicht häufig. Ihnen da jetzt zu sagen, das wäre jetzt für den DAX typisch, wenn er das noch macht, der springt momentan nicht gut drauf an, ne? Also auch auf kleine Muster und so weiter, auch in Intraday, schöne Setups, die ich sonst gerne handle. Wo ich momentan halt einfach nur zugucken kann, weil er das nicht bestätigt. Er bestätigt mir einfach nicht, dass er das machen will, was ich haben will, ne? Und das am laufenden Band. Also eigentlich macht er hier viel mehr Ausbrüche. Das ist eher mehr schon eine Seitwärtstendenz, die wir sehen. Aber es ist jetzt nicht, weiß nicht, also es ist jetzt nicht meins momentan. Gerade frisst mir auch nicht wirklich aus der Hand. Das muss man so sagen. Also auch die Pfeile, die wir hier alle so drin haben, da verrecken mir einfach zu viele schon vor den Zielen, die ich gerne hätte. Das ist schwierig. So, was wollte ich Ihnen sagen? Ich habe mich mit den Kollegen unterhalten, wie die das so einschätzen, wie die das so sehen. Und die sind auch momentan eher passiv unterwegs. Ne, sind sehr zurückhaltend und sind auch noch nicht so richtig mit sich im Reinen, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Ich hatte Ihnen das schon gestern vorgestellt, dass ich den, also ich habe gesagt, ich finde den DAX schwächer als die Amerikaner. Ich würde dem DAX sogar auf Wochenebene, Monatsebene neue Tiefs da unten sogar nochmal zutrauen. Ne? Sie erinnern sich vielleicht. Auf der anderen Seite hat man die Amerikaner haben gesagt, die sehen aus, wie als machen sie gleich nach oben weiter. Habe ich mir selber auf die Finger gehauen und auf den Mund gehauen und gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir analysieren nicht da drüben und leiten daraus für den DAX ab, sondern wir gucken nur den DAX an. Und trotzdem ist er nicht so gelaufen, wie wir das wollten. Also ein bisschen ein kleiner Stänkerkumpel hier. Aber das kann ich Ihnen mitgeben. So eine Woche gibt es immer und das kenne ich auch aus den vergangenen Jahren, auch mit weniger Volatilität. Es gibt immer mal ein, zwei Wochen, in denen der Markt einfach ordentlich nicht bedienen will, was man ihm so auf technischer Weise hier mit rangibt. Nun kam hier die Fed eben rein. Ich weiß es nicht, wie der Tag ausgegangen wäre, wenn die Fed nicht gekommen wäre. Gerade bei den Amerikanern, also ich hätte mir gut vorstellen können, dass die noch ein bisschen weiter schieben hätten können. Da wäre da oben noch Platz gewesen.
Ja, und dann hat die, haben die die Zinsen gesenkt. Also, wenn Sie mich fragen, wenn Sie mich fragen, aber da kann ich mich genauso schlau tun wie alle anderen, die man da bei NTV interviewt, haben die Marktteilnehmer verunsichert reagiert daraufhin, dass Amerika bisher immer den Daumen hoch gezeigt hat, was das Thema Corona betrifft. Ist doch alles nicht so wild, ist doch alles in Ordnung, haben wir unter Kontrolle und plötzlich einen sehr gewaltigen und überraschenden Zinsschritt nach unten macht, was ja eigentlich zeigt, dass man sich schon Sorgen machen muss, wirtschaftlich betrachtet jetzt, ne? Nicht wegen Ansteckungsrisiko und so. So, das würde ich jetzt mal rausinterpretieren aus der Marktreaktion, ne? Rein so, wie das die Jungs auch machen. Die sagen einfach, was sie denken, nicht was tatsächlich Phase war. Vom DAX her finde ich passend, dass es gekommen ist, auch wenn ich auf das Hoch hier oben verzichten hätte können. Also eher einen Tief hier unten. Wenn wir jetzt aber das so ein bisschen uns anschauen, fällt Ihnen hier vielleicht ein was ins Auge. Das schreit ein wenig nach einer SKS. Na, das will ich sagen, wir haben jetzt hier eine Schulter, den Kopf, noch eine Schulter, hier oben unsere Nackenlinie über der 200. Und das muss ich allerdings sagen, klappt beim DAX auch bei volatileren Mustern doch schon recht gut. Sprich, sollte unser DAX diese SKS nach oben auslösen und natürlich jetzt hier unten kein neues Tief bringen, weil dann wäre es eh jetzt erstmal im Eimer, sondern sich hier drüber schlagen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er die ausspielt. Ausspielt heißt in dem Sinne, vom Tief zum Hoch misst man dann die Distanz, die möglich ist. Das sind knapp 600 Punkte, die er sich hier freischaufeln würde und dann können wir den Pfeil sogar noch deutlich höher setzen, denn dann hätte unser DAX fast Platz bis 12.885, wenn er sich jetzt hier über die 270, 250 nochmal rübergekämpft kriegt. Na, wäre das ein SKS-Ziel letztendlich? Schulterkopf-Schulterformation. Also, ja, das passt. Das können wir erstmal mitnehmen. Das können wir schon mal abhaken. Unterhalb fehlt mir weiterhin ja noch ein Tief. Die rosa Linie, Sie kennen die. Das 261er hier unten. Das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Das fehlt mir noch. Die 600, da liegt dieses Wochenchart-Retracement. Ne? Wer es noch nicht mitbekommen hat oder die letzten Tage überhört hat, wenn man die ganze 2019er Bewegung mit einem Fibonacci-Retracement absteckt, wenn man quasi von da unten bis da oben das Ding hochzieht und dann schaut, wo könne denn der Markt reagieren, ist ja ein 61er Retracement oder mathematisch richtiger genannt ein 62er Retracement. Ich sag trotzdem 61er Retracement, ich mag das mehr. Ein Punkt, an dem der Markt sehr gerne dann deutlicher reagiert. Dieser Punkt liegt bei 11.600, da waren wir noch nicht. So, und jetzt guck mal auf das, was ich Ihnen eingangs der Woche gesagt habe, ist, dass auf so eine Woche in der Regel nochmal eine rote Woche folgt. Die haben wir Stand jetzt erstmal. Also, der kommt hier im Kurs frei. So, und da kommen wir jetzt zu dem Kernproblem, was ich jetzt auf der Unterseite bekomme, ne? Auch wenn es auf der Oberseite nicht unbedingt einfach ist, auf der Unterseite ist es das auch nicht, denn wenn wir jetzt hier unter das Vorwochentief fallen, was hier bei 11,37 liegt, ist das ein Verkaufssignal. Das heißt, im Grunde müsste man sich jetzt hier Short einstoppen lassen, unter der 700. Ja, und da wird es dann langsam ein bisschen gaga, weil auch das ein bisschen meine Vorstellungskraft übersteigt. Aber wir wissen auch, in solchen Bewegungsphasen ist es sehr wichtig, über den geistigen Horizont hinauszuwachsen. Ne? Weil sonst passiert was, der Markt fällt und man haut dagegen, weil man nicht daran glaubt, dass noch mehr passieren kann. Also, trotzdem haben wir das 61er hier und oh, das ist also, ich finde, es ist eine blöde Situation zum Traden. Also, ich wüsste gar nicht richtig, wie, wo, was ich meinen Trade absichern soll. Was ich schön finde, ist, dass der DAX von außen sein Bollinger Band abgeholt hat. Wenn, da kann ich Ihnen vielleicht mitgeben, wenn der Markt auf Stundenebene solche Übertreibungen macht, dass er so weit aus dem Band rausfällt, sieht man es sehr häufig, dass der Markt ans Band von innen zurückgeht, sich dort abstößt und dann noch 1, 2 bis sogar 4 Kerzen aus dem Chart, aus dem Band hinausfällt, weiterfällt, also noch 3 rote Kerzen hinterher formt. Das wäre ein typisches Muster auf Stundenebene. Auf Wochenebene habe ich es noch nie gesehen. Beziehungsweise, ja, wir haben den Markt schon mal draußen gesehen, aber noch nie, dass er das vollzogen hat. Deswegen auch hier ein Punkt, wo ich,
wieder sagen muss, Technik ja, realistisch weiß ich nicht. Aber wenn ich alles zusammenziehe und auch im Tageschart gucke, mit unserer 11.400 noch, wir haben die letzten Tage darüber gesprochen, dass hier unten ja noch so ein markantes Tief liegt, um die 11.200. Ich habe gesagt, hier liegen doch jetzt alle Stops. Für den Markt wäre es doch übelst geil, hier mal reinzuhauen, hier reinzuhacken. Das sind Punkte, da traut sich keiner mehr long. Das sind Punkte, da gehen alle davon aus, dass der auf 5.000 runterfällt, weil man gar nichts Greifbares mehr hat. Und häufig sind es dann eben die Punkte, an denen der Markt erst die richtige Stabilisierung findet, wenn er aus einer Übertreibung herauskommt. Sprich, sollte unser DAX weiter fallen, gebe ich ihm gedanklich schon einen Horizont, der bis 11.100 rum reichen kann. Und wenn hier unten eine grüne Tageskerze reinkommt, meine Freunde, dann gehe ich long. Hier bin ich momentan noch zu kritisch, zu skeptisch und sehe auch zu wenige Signale im DAX, die mich dafür begeistern können, long zu gehen. Das muss ich Ihnen so sagen. Und ich versuche schon so transparent wie möglich all das zu machen, was ich so im Hinterkopf habe. Dann können Sie nämlich für sich auch sagen, ja, das ist jetzt Quatsch, was du erzählst, Martin. Ich mache das einfach, weil das, was du gesagt hast, das stimmt. Da richte ich mich jetzt nach. Ich habe jetzt hier die Punkte bei 11.600, also hier noch ein Tief drunter. Ich rücke momentan ein bisschen davon ab, zu sagen, auf der Ebene, der muss da hoch. Ich möchte dann mindestens eine grüne Stundenkerze erstmal sehen, bevor ich da was reinlegen würde. Und ansonsten rechne ich jetzt wirklich schon eher damit, dass wir hier unten noch einen Schlag reinkriegen. 11.480, 11.430. Und ich glaube, dass wir von da sogar nur zur 11.800 kommen. Und dann den nächsten Schlag bekommen, eben unter diese 11.200 rum, sodass wir wirklich diese Woche und vielleicht sogar noch Anfang nächster Woche hier Druck auslösen bei denjenigen, die hier überlegen, ob sie Positionen vielleicht verkaufen und kaufen. Weil ich habe momentan noch von keinem gehört, dass er Aktien verkauft hat. Ich habe nur von Leuten gehört, die zugekauft haben. Sprich, irgendwie muss man die ja jetzt noch unter Druck bringen, dass die ihre Zukäufe wieder aufgeben. Und von daher passt meine Theorie ganz gut wieder auf das, was wir in der Woche gesagt haben und auch was wir im Monat gesagt haben, dass hier gegebenenfalls noch eine rote Kerze hinterherkommt. Und dann schauen wir mal, bis wohin die gehen kann. Also wenn wir hier die Woche anschauen, hätten wir hier einen Pullback um die 11.300 rum. Na, so. Also ich finde, es ist nicht einfach. Ich finde, es ist eine Sitzung. Also ich mache hier auch nicht viele Trades, glauben Sie mal. Das ist hier bei mir ist hier wirklich erstmal Ruhe bewahren, abwarten, nichts verlieren, die oberste Priorität. Auch wenn schöne Wohler ist. Das ist momentan der. Ich komme momentan nicht so gut auf den hier. Das muss ich ganz klar sagen. Und wenn man sowas für sich selber erkennt, ist es halt auch kein Hilfsmittel, rechts und links zu gucken, ja, was machen alle anderen und dann trade ich jetzt das und weiche von meinem Setup ab. Das ist meistens nicht förderlich, weil meist dauert es dann nicht lange, dann kommt das eigene Setup wieder und das, was die anderen hier gerade funktionierend machen, klappt dann nicht mehr und dann nimmt man da wieder die ganzen Verluste weg. Das, was ich so über die Jahre mitgekriegt habe, ist, einfach mal Finger rausnehmen, hilft am meisten. Ne? Weil der Markt kommt auch wieder ein bisschen wieder zurück in die anderen Bewegungsmuster, kommt von der Volatilität wieder ein bisschen zurück. Aber momentan sehe ich das noch nicht. Das muss man so klar sagen. Das heißt, ich muss im Zweifel jetzt auch erstmal noch damit rechnen, dass es hier so weitergeht wie bisher. Und mit so weitergehen wie bisher können wir für diese Woche sagen, krass einfach wie bekloppt zur Seite. Hoch runter mit einer Spanne von 500, 600 Punkten. So, und das sollte man jetzt vielleicht als Grundtendenz erstmal mitnehmen. Ich habe ein bisschen meine 480 bis 350 da unten noch auf dem Zettel. Da warte ich persönlich noch drauf, aber das ist auch nicht garantiert, dass die kommen. Aber das wäre so ein Punkt, wo ich mich konzentrieren würde, wo ich mich drauf konzentrieren würde, wo ich mir vorstellen könnte, was zu machen. Und hier oben, wenn er da wieder drüber geht. Ansonsten hier die Range, mal gucken, ob man da langsam ein bisschen warm mit wird. Ich bin es noch nicht so richtig. Auch wenn ich finde, dass er das schön untertägig schon schön gearbeitet hat. Na, also das war schön erkennbar, wenn er über die 12.020 rübergeht, dass er sich dann Schwung losholen kann. Das waren fast 250 Punkte Potenzial. Dann auch hier unter der 12.040. Das war ein schönes Short-Signal. Das waren auch gut 250 Punkte. Schauen wir mal. Also es
es wird für mich noch kein Schuh draus, ne? Auch wenn wir uns die Hoch- und Tieffolge angucken. Wir haben hier ein Hoch, ein Tief, ein höheres Hoch, ein tieferes Tief, ein noch höheres Hoch. Wenn jetzt noch ein tieferes Tief kommt, das ist kein Trend halt, ne? Also das ist, gucken, wir gucken mal. Ich drücke Ihnen die Daumen, möchte Sie aber auch animieren, wenn Sie hier vielleicht sich auch gerade schwer tun, nicht den Zwang im Kopf zu entwickeln, was machen zu müssen. Man muss nicht immer was machen. Ne? Der Geduldige wird an der Börse in der Regel stets belohnt. Das ist wirklich so. Ne? Und von daher im Zweifel halt da einfach nur eine Runde aussetzen, eine Woche. Und dann wird sich das sicher bald legen. Hoffe ich zumindestens. Wenn man so den Corona anguckt, also letzte Woche sind wir hier reingekommen mit einem Abwärtsgap, weil es da irgendwie zwei in Italien gab. Jetzt sind es 2000 nach einer knappen Woche. Mal gucken, wie das jetzt in Amerika sich entwickelt. Da werden die roten Punkte auch immer größer. Ne? Die Map, die kennen Sie hier. Ich glaube, den Link, den habe ich Ihnen schon mal gepostet. Da, wo man quasi das sieht, wie die Ausbreitung ist. Da hat man hier, hat man letzte Woche noch zwei. Jetzt sind es schon 2000. 36. 52 Tote, 150 Überlebende oder Geheilte. Finde ich, passt auch nicht so richtig auf so eine Quote von 1%, die man hier so vorgaukelt. Mal gucken. Aber in Amerika werden es auch langsam die Punkte ein bisschen dicker. Und wenn, ich glaube, wenn die Jungs unruhig werden, das sind die, die auf den fetten Aktien sitzen. Das sind die, die auch auf den ganzen deutschen Titeln sitzen. Ne? Die wohnen alle hier. Wenn die jetzt noch unruhig werden und anfangen, ihre Titel auch im Land abzustoßen, weil sie sich sagen, sie lieber haben als nicht, ne? Dann wird es, glaube ich, echt interessant. Und die Panik, die war dort noch nicht, weil die das noch nicht, das war für die noch nicht greifbar, das war für die noch zu weit weg. Aber jetzt kommt es da auch hin, so wie es letzte Woche für uns nach Europa kam. Und jetzt gucken sie an, wie es eine Woche später hier aussieht, wenn es jetzt in einer Woche hier so auch aussieht. Also, ich glaube, man ist nicht schlecht beraten, wenn man hier wirklich bisschen distanziert auch mit Ruhe rangeht halt, ne? Man muss jetzt hier auch nicht kein Krieg gewinnen am Markt. Also da lieber einmal mehr gewartet. Okay, so jetzt hoffe ich, dass für Sie, auch wenn es vielleicht nicht so konkret ist, wie sich das der eine oder andere vorstellt, trotzdem die ein oder anderen Informationen dabei waren, damit Sie sich irgendwie aus meinen geistigen Erflüssen hier was hinzudichten können, was für sich mitverwenden können. Konkret kann ich es heute nicht machen. Ich sehe es einfach nicht. Also ist für mich nicht so greifbar wie sonst manchmal so gerne. Und ich mag Donnerstage besonders gut. Wir haben ja jetzt erst Mittwoch. Ich bin auch total aus der Woche raus. Also für mich ist heute Mittwoch. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie der Mittwoch noch kommt. Donnerstage, die sind meist ein bisschen kalkulierbarer. Und Mittwoche starten häufig tief. Stabilisieren sich dann aber eigentlich schön in eine Nachmittagsaufwärtsbewegung rein. Wir gucken mal, wenn er da jetzt mitspielt, dann wird der Donnerstag wahrscheinlich einfach. Wenn er jetzt hier komplett nach unten durchschießt, ja, dann wird es spannend, ob wir und wo wir uns unten dann fangen können. Gut, okay, ja, ich mache jetzt zu. Also ich wirklich, ich kann's nicht besser. Ich gebe mir Mühe, aber hier, nee, nicht bei der Bewegung. Tut mir leid. Das geht nicht. Ich hoffe, es hilft trotzdem. Also, ich mache aus, wünsche Ihnen was, viel Erfolg, tschö.